So, da sind wir in der nächsten Folge von Minnekraft. Und wir haben immer noch kein Gesprächsthema, deswegen müssen wir jetzt eins erfinden. Wir haben Marvel durchgeredet in der letzten Folge. Deswegen reden wir jetzt über... Mit ja. DC kenne ich mich zu wenig aus, darüber kann man nicht wirklich gut reden. Hast du aus dem DC-Universum irgendwas gesehen? Nö. Ich habe tatsächlich aus dem DC-Universum halt Superman den ersten gesehen und Batman vs. Superman und mehr auch nicht. Die Serien, die habe ich gesehen. Ja, die habe ich aber nicht gesehen. Aber die gehören ja nicht irgendwie zu diesen... Also du meinst jetzt diese Arrow-Serien und dieses Universum. Ja, Arrow-Universe. Die habe ich nicht gesehen, Alter. Die sind wirklich gut. Ja, wenn du das sagst. Verdammt, ich wollte... Netherzeugs. Ich muss tatsächlich bald mal Netherrack farmen, fürchte ich, weil sonst habe ich nicht genug. Das ist schon bedenklich, aber egal. Ich meine, die Marvel-Serien habe ich bislang nicht gesehen, aber die DC-Serien... Also die Marvel-Serien musst du mal nachholen, also... Hast du die gesehen? Ja, die habe ich... Also ich habe viele davon gesehen. Ich habe nicht alle gesehen, weil es gibt dann irgendwie... Teilweise welche, die interessieren mich halt einfach null. Findest du die gut? Ja, also die ich gesehen habe schon, größtenteils. Okay. Das sind jetzt halt die, die fernsehübertragenen Serien, die... Drei gab's davon, glaube ich, insgesamt. Willst du mal die Tür sehen? Ja, kann ich gerne machen. Kurzen Moment. Eine Geheimtür. Da muss man jetzt noch was verbessern. Da müsste eine Treppe sein. Mhm. Hast du gerade eine Treppe parat? Ich habe hier 13 Treppen parat, zufälligerweise. Boah, perfekt vorbereitet. Ja, ich weiß. Ich werde dir gerade Eisen geben. Ja, mach das. 4. Ja, ich gehe das vielleicht gerade mal schmelzen oben. Ja, aber die Marvel-Serien kannst du dir durchaus mal ansehen. Ja, das Ding ist ja, diese Tür, also hinter dieser Tür fängt dann so der Wohnbereich des Vaults an. Ja. Hier ist da so, ich meine, das Lager, das Höllenportal. Bei den Marvel-Serien, da haben sie ja mittlerweile irgendwie ganz viele beendet jetzt in kürzester Zeit, weil wahrscheinlich, die wurden ja von Netflix produziert, die meisten Serien, und Disney macht jetzt seinen eigenen Dienst. Deswegen sie wahrscheinlich gesagt haben, nein, ihr dürft nicht mehr. Beendet das. Oh Mann. Ich weiß nicht, das wird vermutet von manchen Leuten. Offiziell bestätigt wurde das nie. Aber es ist zumindest nicht ganz abwegig, das zu glauben. Aber Disney hat ja, die haben halt Marvel, Star Wars und auch dieses von Avatar, das. Ja, halt Fox haben sie ja jetzt gekauft. Ja. Was ja vorher eins der paar größten Studios überhaupt war, und jetzt gibt's das halt in dem Sinne als unabhängiges Studio nicht mal mehr, also das ist schon bedenklich. Das ist aber so krass, was die alles haben. Ich glaube, viel mehr einkaufen wird auch langsam echt schwer, weil sie dann wirklich irgendwann in Probleme mit den Behörden kommen könnten, dass sie ein Monopol werden. Ja, sind sie ja eigentlich schon. Wenn sie halt jetzt noch irgendein großes Studio kaufen, dann wird es halt echt eng. Dann beherrschen sie quasi allein den Markt. Was gibt's denn wirklich noch groß an großen Filmmarken, die nicht haben? Jurassic Park haben sie nicht. Okay, das war's dann aber. Ich weiß gar nicht, ob es sonst noch groß was gibt, was sie nicht haben. Aber Jurassic Park ist ja in den letzten Jahren zumindest doch ein relativ großer Name gewesen. Das hat ja, warum auch immer, irgendwie war ja seinerzeit irgendwie der dritterfolgreichste Film der Jurassic World. Ich weiß nicht mal, warum eigentlich genau. Ja. Ich meine, so gut fand ich die jetzt auch, die neuen auch nicht. Naja, also ich weiß nicht genau, warum die dann so übermäßig erfolgreich waren, aber irgendwie ist das so. Ich weiß nicht, was gehört ihnen noch nicht. Transformers gehört ihnen nicht, aber das ist auch nicht mehr wirklich erfolgreich in letzter Zeit gewesen. Weil halt irgendwann alle gemerkt haben, dass die Filme nicht gut sind. Das ist halt so das Ding, die beherrschen einfach den Markt. Mhm.
gut, Star Trek war noch nie erfolgreich bei Filmen, so wirklich. Das gehört ihnen auch nicht. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ihnen noch nicht gehören würde. Gehört eigentlich so ziemlich alles halt jetzt. Das ist schon irgendwie bedenklich. Ich glaube, wir machen jetzt unser eigenes Studio, auf dem andere Sachen gehören. Natürlich. Ja, uns gehören nämlich spontan ganz viele Sachen. Wir erobern jetzt, vor allem erobern. Wir machen... das... ja, was habe ich denn alles an Serien zu bieten? Ich habe eigentlich nur Ninjago zu bieten, das gehört mir ja nicht mal. Das ist die einzige wirkliche Serie, die ich jemals gemacht habe. Krass. Der ist schon wirklich stark. Ich weiß. Was haben wir denn noch zu bieten? Gut, der Zauberer wollten wir ja mal machen. Das hat sich dann nach ein paar Trailern erledigt irgendwie. Weil wir dann nie weitergemacht haben. Da hatten wir ja den tollen... Wir haben auch sogar ein Drehbuch gemacht. Ja, wir haben ja erst diese Trailer schon rausgehauen, die eigentlich so Kurzfilme mehr waren, die einzelnen Charaktere vorstellen. Da haben wir einen zu Dangalf, dem geheimen Bruder von Gandalf. Der kam ja bei dir raus und dann hatten wir zu Legolas und Gimli bei DK Trailer und dann sollten bei mir noch welche zu Aragorn, Gandalf und... Wen gibt's denn noch? Gab's sonst überhaupt noch jemanden? Ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls zu denen sollte bei mir dann irgendwie Trailer kommen, aber irgendwie kamen die da nie. Und dann ging das auch irgendwie nie weiter. Und DK und ich hatten sogar ein Hörspiel teilweise aufgenommen, das im sehr Zauberer-Universum spielt. Das ist aber auch irgendwie nie rausgekommen, weil ich es nicht fertig gekriegt habe. Müsste ich eigentlich mal machen. Boah. Das ist jetzt die Challenge für mich, dass der Zauberer-Hörspiel endlich mal fertig zu machen. Das sollte ja eigentlich eine ganze Serie sein, aber das Problem ist, die Reihe gehört uns halt auch nicht. Das ist halt die Herr-der-Ringe-Reihe. Ja. Na und? Lol. Ja, der ist hier gespawnt. Der fühlt sich da wohl. Ja, der chillt da. Ich meine, wenn es ihm gefällt, da in der Lava zu chillen. Ja, schön warm. Ja, was haben wir denn noch für Serien auf meinem Kanal? Ich weiß nicht, ob wir sonst große Serien hatten auf dem Kanal. Nö. Es gab halt nur Ninjago. Da hatte ich ja auch den tollen Fan-Wettbewerb, wo eigentlich nur Leute, die ich kenne, mitgemacht haben, wo ich dann mitgeholfen habe bei den Fanfilmen. Aha. Ja, da gab es doch die Geschichte von Nukal, die Geschichte von Piotr. Bei dir sollte doch auch mal einer rauskommen, der irgendwie nie gekommen ist, nämlich Lucius Melkos erster Auftrag. Ja, da hatte ich ein Drehbuch von gemacht. Ja, der war doch so bescheuert, irgendwie, wo es zwei verschiedene Enden auch irgendwie gab, ein gutes und ein böses Ende, die sich dann nur dadurch unterscheiden, wer am Ende die Schlacht gewinnt und einfach eiskalt, bis auf wer dann ansagt, Jungs, wir haben gewonnen, war einfach alles gleich, war am Ende der gleiche Jubelsound gekommen. Es war wirklich nur unterschiedlich, wer gewinnt am Ende. Das war ja so interaktiver YouTube-Film. Das gibt's ja heute nicht mal mehr, interaktive YouTube-Filme, weil es die Anmerkungen gar nicht mehr gibt. Da können wir es heute noch mit dem Abspann-Element machen. Wo du dann irgendwie anklicken konntest, der gewinnt oder der gewinnt. Es war eigentlich so bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt. Den Film müssen wir eigentlich nur allein aus Unterhaltungswert müssen wir den mal irgendwann fertigstellen, damit ihr seht, was für ein Scheiß wir uns damals ausgedacht haben. Da so voll aufwendig produzieren.
Ich meine, da gab es diesen alten Knacker irgendwie, der Geheimagent von dem einen Typ war, den Lucius Malfoy, der Name ist wirklich aus Harry Potter geklaut, den der irgendwie überfallen sollte oder sowas oder irgendwie befragen. Und der klang dann irgendwie wie Fresh Dumbledore, warum auch immer. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Das Beste war sowieso Peter Müller, der da drin vorkam. Aha. Das war dieser Boxer, ja. Der Kölner, der da irgendwie bei dem Saufwettbewerb mitmacht. Und der dann später bei deiner Serie das Ninjago-Turnier dabei wieder gewesen wäre. Die hattest du auch geplant. Aha. Das war doch die Serie, wo die Ninjas und einige andere Figuren aus dem Ninjago-Universum irgendwie irgendwelche Challenges machen. Und irgendwie dann gewinnt am Ende irgendjemand, der nicht Peter Müller, und Peter Müller kommt dann und schaut den Schiedsrichter K.O., damit er dann gewinnt. Ja, so hat der doch irgendwie gewonnen. Sowas hat der ja wirklich mal gemacht, der Boxer Peter Müller im echten Leben, hat den Schiedsrichter K.O. gehauen. Den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Den kennt außer uns niemand. Und wir kennen den auch nur wegen DKs Vater. Ja. Also, wir haben uns da wirklich so einen Scheiß ausgedacht. Man müsste es wirklich einfach mal irgendwie so als Zeichen, ja, jetzt nicht Zeichentrick, irgendwie so Storyboard-Video oder sowas, müssten wir das mal rausbringen. Irgendwie, wo wir dann so schlecht gezeichnet die Szenen darstellen, die passieren würden. Einfach damit Leute mal sehen, was wir uns damals ausgedacht haben. Ich hatte ja irgendwie mal vor, so eine Neuauflage von Ninjago so richtig professionell zu machen. Die mache ich auf jeden Fall irgendwann noch. Da lerne ich dann irgendwie, wie man einen Computer animiert und mache das dann damit. Ja, was kann man denn noch besprechen? Außer unsere Serien. Ich weiß nicht, wo wir gerade bei der Zauberer gewesen sind. Hast du mitbekommen, dass irgendwie so eine Herr der Ringe irgendwie, Herr der Ringe Universums-Serie irgendwie kommen soll? Was ja irgendwie Amazons Antwort auf Game of Thrones oder so sein sollte. Ja, aber Game of Thrones kann keiner toppen. Wo wir gerade dabei waren, was sagst du zu der sehr umstrittenen achten Staffel? Ich finde das große Problem einfach, dass die 6 Folgen. Ja, das hat aber auch, glaube ich, jeder gesagt. Es war einfach, warum musste das so in so wenig Folgen gelöst werden? Einfach viel zu schnell. Man hat einfach nur das Gefühl gehabt, ja, wir haben keinen Bock mehr, wir geben uns jetzt keine Mühe mehr. Ich meine, der Sender hat ja der wollte ja auch eindeutig mehr, glaube ich, machen. Es sollten eigentlich mehr Folgen geben, der hätte aber den wahrscheinlich... Aber irgendwie die hätten das auch wirklich alles bezahlt, aber... Ja, und jetzt sind sie ja wirklich in der Lage, wo sie, glaube ich, jetzt erstmal die gesamten Pläne für irgendwelche Spin-Offs und sowas auf 1 reduziert haben, um zu sehen, ob das überhaupt noch Leute sehen wollen. Weil alle so angepisst von der Staffel waren. Das ist schon irgendwie heftig. Weil irgendwie die Schreiber machen ja jetzt irgendwie eine Star Wars Reihe. Sind sie ja jetzt irgendwie unter Vertrag, wo mittlerweile auch viele sich nicht mehr sicher sind, ob das eine so gute Idee ist. Wieso? Weil sie halt sagen, ja, die haben das ruiniert. Ja, aber ich finde halt, ruiniert jetzt auch nicht unbedingt. Ja, da übertreiben vielleicht schon einige, aber so geht zumindest teilweise die Meinung hier im Internet umher. Ich meine, hätten die einfach mehr Zeit, dann hätten die, also mehr Folgen, dann hätten die halt was viel Besseres machen können. Mhm. Da hast du wohl recht. Ja. Naja, wir sind jetzt mal gespannt, was da aus dem Universum in nächster Zeit kommen wird. Ja, soll ja so lange Nacht irgendwie ein Spin-Off kommen. Ja. Da kann man mal gespannt sein, wie das dann sein wird. Jedenfalls,
können wir sonst noch was besprechen, groß? Zu dem Thema fällt mir jetzt, glaube ich, auch nichts weiter ein. Es kommt eine The Witcher-Serie. Ach ja, stimmt, da war ja was. Die von soll, Netflix. Die soll jetzt, glaube ich, irgendwann Ende des Jahres soll die wohl kommen. Ja, die wurde, glaube ich, fertig produziert, die erste Staffel. Ist halt die Frage, ob die dann wirklich gut ist, weil Videospiel, Filme und sowas... Na, das ist nach dem Buch orientiert. Okay, dann kann das sogar was werden. Ich meine, die Videospielreihe ist ja schon nach, also erst nach dem Buch also gemacht worden. Na gut. Ist natürlich die Frage, wie kommt es, dass es bis heute eigentlich keine wirklich gute Videospielfilme und sowas gab? Wobei, ich habe ja so von dem, was ich gehört habe, der Pikachu-Film, der da jetzt rauskommt, soll wohl gar nicht so schlecht sein. Ja. Aber ich interessiere mich eigentlich wenig für Pokémon. Und außerdem ist es da auch strittig, ist Pokémon überhaupt wirklich eine Videospielverfilmung dann in dem Sinne? Weil da gibt es ja jetzt nicht nur das Videospiel, da gibt es ja auch schon seit Urzeiten die Zeichentrickserie. Ich finde, das passt einfach nicht. Videospiele und Filme. Ja gut, das ist die Frage, ob es jemals gut werden könnte. Oder ob das verflucht dazu ist, für immer nicht gut zu werden. Ich meine, wenn man es so jetzt macht wie bei The Witcher, dass man das quasi nach dem Buch orientiert, aber das geht natürlich auch nicht bei allen Videospielen. Ja. Ich meine, welche Videospiele basieren sonst noch auf Büchern? Weiß ich nicht. Aber The Witcher ist wirklich... Also der dritte Teil ist halt wirklich genial. Ja, müsste ich vielleicht irgendwann auch mal nachholen. Aber warum gab es da von dir eigentlich kein Let's Play zu? Weil das nie fertig geworden wäre. Das ist natürlich ein Argument. Aber wenn es ein Livestream-Let's Play wäre? Dann wäre es ebenfalls nie fertig geworden. Ja, gut. Aber bei dir muss eigentlich mal wieder was kommen, weil irgendwann ist dein Kanal doch mal ziemlich leer. Also da ist ziemlich wenig los aktuell. Ja, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit, so in nächster Zeit. Das ist gut, dass du in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit hast. Dann kommt auch wieder mal was. Dann kommt endlich mal was. Sind wir mal schwer gespannt. Und Elisions müssen wir dann irgendwann mal planen. Ach ja, das müssen wir auch mal machen. Elisions 2. Da hätte ich echt Bock. Wo wir gerade von Minecraft-Projekten reden, hast du diesen Skandal mit dem Hacker bei Suro mitgekriegt? Nicht genau. Ich weiß, dass da irgendwas gehackt wurde. Ja, also es war wohl irgendwie so wie ich das gehört habe, ich habe es jetzt selbst nicht mitverfolgt, dass irgendwie am zweiten Tag irgendjemand es geschafft hat, sich in Ungespielt reinzuhacken. Da hat er irgendwie erst Spam-Nachrichten im Chat geschrieben, dachten über irgendwie erst alle, der trollt nur der Unge. Und irgendwie kurz vor Ende ist er dann hergegangen und hat mit einem Befehl einfach alle Spieler gekillt. Aha. Also, es war wohl ziemlich krass alles. Da bin ich doch froh, dass ich nicht bei Suro dabei war, weil ich total reingenommen worden wäre. Ich habe mich immerhin beworben dafür. Aber was auch geil war, da war irgendwie einer, der... bevor das gestartet ist, von einem Skelett abgeschossen wurde. Echt jetzt? Ja, der wurde dann auch wieder reingemacht, aber... Das wäre mir wahrscheinlich passiert. Na gut, mir wäre das nicht passiert. Mir wäre passiert, dass ich DK auch reingekriegt hätte und dann hätte er mich am Anfang geschlagen und ich wäre in Lava gefallen. Das wäre 1:1 passiert. Weil wenn man DK in ein Projekt dazu holt, dann endet das tödlich. Naja. Ich meine ja nur, jedes Mal, wenn wir hier Begrüßung gemacht haben... Wurdest du angegriffen. Ja. Ich sag doch, es endet tödlich halt für mich. Ja. Weil das hier ist ja kein PvP-Projekt. Was glaubst du, wie schlimm das in einem PvP-Projekt ist?
Machen wir ja nie. Ich bin mal gespannt, ob es bei Leon auch noch den Zusammenschnitt des zweiten schicksalhaften Tages mit dem Hacker geben wird, weil Leon macht ja irgendwie Suro-Zusammenschnitte bedeutet. Ja, ich hab erst so gedacht, dass er da drin ist. Nein! Leon doch nicht, die nehmen doch so jemand nicht auf. Da guckt sich Unge vielleicht höchstens mal den Kanal an, weil er sagt, oh, der hat schon ein paar Abonnenten, den kann man vielleicht überlegen. Dann guckt er auf den Kanal drauf und hört Leon. Und das ist Argument genug, ihn nicht reinzunehmen. Wenn er dann so mit seinem Chips schmatzt und so. Nee, das macht er ja auf seinem eigenen Kanal nicht. Auf seinem eigenen Kanal bemüht er sich ja zumindest den Schein wahren zu lassen, dass er ein normaler Mensch wäre. Aber wenn man ihn kennt. Aber Unge kennt ihn ja nicht. Damit er ihn kennt, müsste er ja bei uns reingucken. Aber ich glaube, wenn er das machen würde, wenn er bei uns reinguckt, dann sieht, oh, Leon. Dann sagt er, ne. Niemals. Vieles, aber das nicht. Dachtest du einfach, Leon wäre da persönlich drin im Projekt? Ja, habe ich erst gedacht, als ich das gesehen habe. Ja, aber so erfolgreich ist Leon dann auch nicht. Er schneidet halt einfach irgendwie im Grunde nur Unges Stream zusammen. Ja. Ob er dafür überhaupt die Erlaubnis hat? Ja, stimmt. Das ist ja im Grunde... Ich meine, gut, bei Unge braucht man sich eigentlich nicht wegen der Erlaubnis wirklich bemühen, weil Unge ist ein Kanal, der größtenteils Reaction-Videos macht. Ich weiß. Da kommen auch gerne mal Reactions von Reactions. Also Unge sollte der Letzte sein, der sich da beschwert, wenn jemand sein Material nimmt. Aber da verdient er ja vom Kont, also von einem Urheber. Ich meine, das hat ja auch dieser Rechtsanwalt auf YouTube, der hat ja irgendwie das mal beantwortet, irgendwie, dass Reactions wohl größtenteils illegal wären tatsächlich. Mhm. Ich denke, du weißt, wen ich meine mit Rechtsanwalt auf YouTube. Da gibt's ja eigentlich nur einen. Also ich glaube, es gibt nur einen, vielleicht gibt's auch mehrere, aber es gibt einen, den man kennt. Ja, aber es ist schon irgendwie... Ja. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Gut, Unge, wenn der reagiert ja wohl auch manchmal auf kleinere YouTuber. Da ist das vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht für die. Weil sie dadurch halt wirklich Aufmerksamkeit mal kriegen, wenn Unge auf sie reagiert. Also Unge, wenn du auf dieses Video reagieren willst, ne, ich sag's nur. Ja, ich meine, was würdest du sagen, wenn Unge plötzlich auf eins deiner Videos reagiert? Nice. Hätte ich jetzt nichts dagegen, würde ich sagen. Mhm. Hättest du nichts dagegen? Dann habe ich noch Treppen. Nee, ich habe keine Treppen. Ich muss mir erstmal Treppen machen. Dann habe ich die Dämonenhöhle auch tatsächlich geschafft. Größtenteils. Also ich mache vielleicht noch ein paar Deko-Elemente rein. Irgendwie ein Feuer hier und da. Und da müssten wir natürlich auch noch unseren Erzengel da reinsetzen, den Höllenerz. Sigmar Gabriel. Ja, genau, Erzengel Sigmar Gabriel. Muss man kennen. Das ist der Höllenaußenminister bekanntlich. Beziehungsweise Wirtschaftsminister. Aber da ist ja in Deutschland offenbar kein so großer Unterschied. Gut, ich weiß nicht, vielleicht ist mittlerweile hat sich ein neuer SPD-Chef gewählt, wenn diese Folge rauskommt. Ich dachte, die kommt heute schon. Wir sind jetzt schon in der nächsten Folge. Wir haben doch irgendwie mal zwischendurch eine Folge beendet. Stimmt, ja. Aber heute ist ja erstmal Andrea Nahles zurückgetreten, was ich ja auf dem Politikkanal besprochen habe. Ja. In meiner tollen Reihe Nachrichten besprechen. Die BRIC-Show. Ja, die BRIC-Show hauptsächlich deshalb, weil ich in meiner Illusion natürlich bin, dass vielleicht irgendwann mal andere Leute auch noch auf dem Kanal Nachrichten kommentieren werden, irgendwie, wenn der mal ganz erfolgreich ist oder so, keine Ahnung. Da gibt's nicht nur die BRIC-Show, da gibt's zum Beispiel auch die Shadow-Show, keine Ahnung, vielleicht holen wir irgendwann mal Shadow dazu, der dann die österreichischen Nachrichten besprechen soll oder so. Oh, ja. Da haben wir nämlich ein internationales
internationale Bedeutsamkeit, wenn wir aus mehreren Ländern Nachrichten besprechen. Na, Österreich ist ja immerhin interessant momentan. Ja, momentan geht da ja alles drunter und drüber. Ich meine, jetzt haben sie ja den Bundeskanzler aus dem Amt gejagt. Von daher, das könnte alles noch sehr interessant enden. So ein bisschen House of Cards-Feeling. Ja, das kann wohl, das kommt wohl durchaus hin, der Vergleich. Guck ich im Moment. Guckst du im Moment. So. Hier, Fackeln gibt's in der Hölle keine, da gibt's nur Feuer. Gut, die am Portal, die Fackeln können gerne bleiben, die da oben aber nicht. So. Ist sonst, muss sonst noch irgendwo ein Feuerchen hin. Da kommt noch eins hin. Wenn man mal bedenkt, was in dieser Staffel alles gemacht wurde. Ich glaube, wir haben in dieser Staffel mehr erreicht als in der gesamten letzten Staffel bereits. Tja, da war ich nicht da. In der letzten Staffel warst du da. In der vorletzten warst du nicht da. Da war ich nicht wirklich. In wie vielen Folgen war ich da? In der letzten oder der vorletzten? In der letzten. Warst doch schon in einigen Folgen immer mal dabei, also. Da war ich aber nicht produktiv. Nein, da warst du nicht. So, was sagst du zur Dämonenhöhle? Die sieht geil aus. Ja, finde ich auch. Das hat auch lange gedauert, die zu bauen. Aber jetzt haben wir hier einfach eine fette Dämonenhöhle, wo halt nur noch der Erzengel hinkommt, aber ansonsten. Und mit der Tür. Ja, mit der Tür. Und das hier so korrupt wird quasi. Ja. Es ist schon cool. Ja, was hast du so gebaut ansonsten noch? Also. Oh. Diese Tür. Und was eigentlich, wenn man die von außen verschließt? Kriegt man die von innen noch auf? Natürlich. Ich glaube, du hättest es vielleicht eher mit Knöpfen machen sollen. Das ist gut. Aber nee, das ist ja eigentlich ziemlich gut gemacht. Dass man sie von hier versperren kann. Was soll denn das hier für ein Raum sein, genau? Ich habe eigentlich vor, ja, hier so Treppen runter zu machen. Ja. Und hier so, also dass es halt so ein bisschen weiter drunter ist. Mhm. Und dann so einen kleinen Wohnbereich. Gemeinschaftsbereich. Ja. So. Aber der ist voll gut, weil dann kann man von der Seite das versperren. Aber ich würde sagen, da wir die Dämonenhöhle fertig haben, könnten wir sagen, können wir die Folge fast auch schon wieder beenden. Das war zwar nicht geplant, aber ja, kann man von hier versperren und hier sollen ja eh nur Sicherheitsleute rein. Mhm. Ja, hast du sonst noch irgendwie was zu sagen, was wir in dieser Folge jetzt noch machen müssen? Nö. Aber ich sage, war es das auch von dieser Folge. Bis dann. Ciao.